Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch wieder meine Lieblingsprodukte aus dem letzten Monat zeigen. Und wenn ich mal so neben mich gucke, es sind echt super coole Produkte dabei. Einige Sachen aus Amerika. Und ich würde sagen, mit solch einem Produkt starten wir auch direkt mal. Vielleicht kennen das einige von euch schon, weil ich es eben schon in meinem Miami Haul am Ende verlost habe. Es handelt sich um einen Strawberry Refresher, den man sich zu Hause selber mixen kann. Das habe ich in Deutschland noch nie gesehen und das Ganze jetzt noch mit Strawberry Geschmack, also der heißt Strawberry Lemonade. Und ja, da sind einfach so Tütchen drin mit Pulver. Ein Pulvertütchen reicht für einen halben Liter. Also da kann man sich schön zwei Gläser von mischen. Und es schmeckt einfach so lecker, wenn man das Ganze mit ganz viel Eiswürfeln mischt. Und dann ist das die perfekte Erfrischung für die heißen Sommertage, die jetzt kommen. Kommen wir direkt zu meinem zweiten Produkt. Und hierbei handelt es sich um dieses Armband, was hier so schön klimpert. Und zwar habe ich euch das schon mal in der Rohversion gezeigt. Das ist einfach ein silbernes, schlichtes Armband mit so einem kleinen Herzchen dran, was ich damals ganz süß fand. Das habe ich bei The Jeweler gefunden. Und eben in dem Shop habe ich jetzt mir Charms-Anhänger dafür geholt, weil ich dachte, das ist schon sehr schlicht und ich will das Ganze einfach ein bisschen aufpeppen und individuell für mich gestalten. Deswegen ist das jetzt voll behangen mit super süßen Anhängern. Und da gibt es wirklich so eine bombastische Auswahl. Ich konnte mich erst gar nicht entscheiden, weil so viel passt jetzt auch nicht an so ein Armband dran. Aber ich bin mit dem Gesamtergebnis super zufrieden und finde es jetzt viel, viel schöner. Ich habe mir zum Beispiel so ein süßes Herz geholt, einen Anker, eine Glitzerkugel, einen Eiffelturm oder was es da sonst noch alles gibt. Und das Coole daran finde ich einfach, dass man die Dinger abmachen kann und zum Beispiel auch an eine Kette machen kann oder an ein anderes Armband machen kann. Also diese Charms sind wirklich top. Deswegen habe ich euch das Armband jetzt einfach nochmal zeigen wollen. Und ich verlinke euch die Charms auch nochmal in die Infobox. Da könnt ihr euch einfach in dieser Riesenauswahl nochmal umschauen, wenn ihr möchtet. Und ja, genau. Kommen wir zu meinem nächsten Produkt und das habe ich wirklich, seitdem ich es habe, fast jeden Tag genutzt, denn es handelt sich um Schuhe, tada, die habe ich in Miami gefunden und mitgenommen, weil ich die gesehen habe und habe mich verliebt und habe sie deswegen direkt mitgenommen, wie ich gerade eben schon mal gesagt habe. Das sind Nike Air Max, meine ersten Nike Air Max, worüber ich sehr glücklich bin, natürlich mit Pink. Die sind weiß, pink, ein bisschen orange und auch ein bisschen silber. Also eine gute bunte Mischung. Aber ich fand eben den Gesamtschuh super cool und stylisch. Und die sind auch so bequem. Also ich bin ganz begeistert. Und deswegen sind sie jetzt in meinem Favoritenvideo. Und ich wollte sie euch einfach zeigen. So, mein nächstes Produkt ist wirklich mega typisch für mich, denn es ist einmal ein Duschgel und dazu ist es auch noch pink. Das ist von Bath & Body Works und das habe ich damals in Holland gefunden, entdeckt. Die sind mir aufgefallen, weil die eben so ein cooles, buntes Design haben, die Flaschen. Und ich hatte mir damals eins mitgenommen und ausprobiert und war davon total begeistert. Und jetzt habe ich hier das Hawaii Passion Fruit Kiss und dazu habe ich mir nämlich auch das passende Körperpeeling geholt, was auch total cool ist. Das ist ganz angenehm auf der Haut und glitzert Gold, also gefällt mir auch sehr gut. Und die gibt es so nicht in Deutschland. Und deswegen habe ich gedacht, ein perfektes Miyakosa-Produkt, da könnt ihr sie jetzt finden. Und ich verlinke euch das Ganze natürlich wie immer in der Infobox. Da gibt es auch noch andere schöne Sachen, zum Beispiel coole Handdesinfektionsmittel. Also schaut einfach mal vorbei. So, mein nächstes Produkt habe ich aus London. Und zwar ist das ein Trockenshampoo von Batiste. Die sind im Moment auch sehr, machen die Runde und sind gerade auch in nichts, sondern in England, total beliebt und gehypt. Und ich dachte, ich will das auch mal ausprobieren. Natürlich ist ein Trockenshampoo kein Ersatz, um Haare zu waschen. Aber für zwischendurch ist das mal ganz angenehm, um sich einfach ein bisschen frischer zu fühlen. Und ich habe mir eins für alle Haartypen geholt mit einem super schönen, angenehmen, frischen, blumigen Geruch. Was ganz cool ist, die haben auch Trockenshampoos extra für blonde Haare und extra für dunkle Haare. Aber ich fand den Geruch hier am coolsten, deswegen habe ich den mal mitgenommen und wollte es euch einfach mal zeigen. Kommen wir mal zu einem Kleidungsstück, was ich auch sehr, sehr gerne trage. Und zwar habe ich die Hose, also es ist eine Hose, und ich habe sie bei New Yorker entdeckt. Das ist einfach so eine typische Sommerhose, die ganz locker sitzt und nach unten hin immer enger wird. Ich blende euch mal ein Foto ein, damit ihr das Ganze mal angezogen seht. Und das hat eben so einen Leopardenprint, was ich sehr schön finde. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, aber der hier gefällt mir wirklich sehr gut. Und die kann man super stylisch kombinieren und sitzt eben ganz locker und ist deswegen auch nicht so warm. Und ja, die habe ich jetzt auch schon einige Male angehabt und die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Deswegen dachte ich mir,
die hat es in mein Favoritenvideo verdient. Also mein nächstes Produkt ist wirklich sehr klein und unscheinbar und ich hoffe, ihr könnt es irgendwie erkennen, wenn ich es euch jetzt zeige. Es ist ein riesen Schwimmreifen in einer angebissenen Donutform und der ist so groß und warte, ich halte das jetzt einfach mal so, meinen Kopf hier durch die Bissspur, damit ich auch noch irgendwie ins Bild passe. Ich habe den auf dem Musikvideo in YouTube als Thumbnail entdeckt und ich habe den überall gesucht und alles auf den Kopf gestellt und nirgendwo gefunden und in Miami habe ich ihn dann entdeckt und direkt mitgenommen. Das ist einfach ein pinker Donut und ich liebe Donuts, mit so Streuseln drauf gemalt und eben diese Bissspur finde ich auch mega genial und den habe ich halt in Miami immer ganz viel benutzt und war damit im Meer und im Pool, habt ihr vielleicht auch im Follow Me Around gesehen und ja, den finde ich einfach so cool, deswegen ist es ein Favoritenprodukt. Dann war ich vor ein paar Tagen auf dem Miley Cyrus Konzert, was wirklich so genial war und einfach so ein riesen Highlight für mich war. Deswegen dachte ich mir, das ist auch auf jeden Fall ein Favorit für mich und darüber will ich kurz mit euch reden, um euch vielleicht auch so einen kleinen Einblick vom Konzert zu geben, denn ich habe auch ein paar Aufnahmen gemacht. Also ich bin selber ein riesen Miley Cyrus Fan und habe mir, als ich gehört habe, dass sie nach Köln kommt, direkt Karten geholt und war mit dem Julian eben da und es war einfach so eine krasse Bühnenshow. Also die ist auf Hotdogs durch die Gegend geflogen und was weiß ich, was da noch alles war. Ich blende euch jetzt einfach mal so ein paar Videoausschnitte und Bilder ein. So sah es da halt aus. Es war einfach eine Bombenstimmung und es hat so Spaß gemacht und ich bin einfach mega glücklich, dass ich da gewesen bin. Und selbstverständlich habe ich mir auch ein Miley Cyrus Fanshirt gekauft. Dazu blende ich euch auch mal kurz ein Foto ein, wie das Ganze dann angezogen aussieht. Und als das Konzert dann vorbei war und wir gehen wollten, ja, dann sah es so aus. Es war einfach so unvorstellbar krass, wie viele Leute da plötzlich standen. Und dann konnten wir natürlich nicht mehr durch den normalen Ausgang raus. Dann kam Security und hat uns durch so einen extra Ausgang zum Parkhaus geschleust. Aber wir hatten trotzdem noch die Möglichkeit, ganz, ganz viele Fotos mit euch zu machen. Auch vor dem Konzert schon sind ganz, ganz viele von euch zu mir gekommen und zum Julian. Und für mich war es einfach ein mega schöner Abend, euch zu sehen, die Miley zu sehen. Und deswegen dachte ich mir, ich will kurz mit euch drüber quatschen und das war's dazu. Und dann kommen wir jetzt zu meinem allerletzten Produkt. Das ist nochmal ein Beauty-Produkt und zwar von Victoria's Secret, ein Body Spray. Pink Fresh and Clean Body Mist und das riecht nach einer Mischung aus frischem Apfel und Lilie und das hat wirklich einen sehr angenehmen, frischen und fruchtigen Geruch, der mir sehr, sehr gut gefällt und das habe ich nicht nur einmal für mich, sondern ich habe es ein zweites Mal gekauft und das werde ich in Twitter die Tage mal verlosen, also schaut da einfach auch nochmal vorbei. Ich verlinke euch meine Twitter-Seite einfach nochmal in der Infobox und sonst könnt ihr mich finden, ich heiße einfach Bibis Beauty da. So viel dazu. So meine Lieben und das war's wieder mit meinen aktuellen Lieblingsprodukten und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich fand, es waren wieder Produkte aus den allermöglichsten Bereichen da und vielleicht konnte ich euch damit ja ein bisschen inspirieren. Und zum Ende des Videos habe ich jetzt eine Frage an euch und zwar, habt ihr Lust, dass Julian und ich nochmal ein neues 10-Arten-Video für euch drehen? Dann zeigt uns das auch, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, denn das letzte ist wirklich wieder eine Weile her. Und ja, Ideen wie immer gerne als Kommentar unten hinschreiben. Wir lassen uns immer sehr gerne von euch inspirieren. Und ja, wenn das wieder einige von euch wollen, dann wird bald wieder ein neues 10-Arten-Video kommen. So, und damit beende ich jetzt mal das Video. Ich verlinke euch jetzt nochmal zwei ältere Videos. Und zwar einmal die Fotoboost-Challenge mit dem Julian. Sehr lustig. Und auf der anderen Seite gibt es das No-Make-Up-Make-Up-Look. Schaut einfach mal vorbei, falls ihr die Videos noch nicht gesehen habt. Und ja, damit sage ich tschüss. Hoffentlich schaltet ihr auch das nächste Mal wieder mit ein. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und sagt tschüss.